Am Tag vor einem Wettkampf bewege ich mich gerne nicht allzu fest. Ich nehme gerne umlegen und es gemütlich nehmen und mich wirklich auf einen Wettkampf vorbereiten. Was ich aber speziell mache, ist, dass ich am Abend wirklich probiere, genug zu essen. Für falls ich nach dem Wettkampfstag ich ein nervös bin und nicht genug mehr essen, habe ich sicher am Abend vorher genug gegessen. Ich probiere vor dem Wettkampf immer so viel schlafen wie möglich. Und auch dort finde ich wichtig, dass du zwei Nächte vorher genug geschlafen hast. Wo manchmal bist du nervös und schlafst nicht so gut. Aber wenn du die Nacht vorher genug geschlafen hast, dann sollte es dann für den Wettkampf gehen. Wenn es ums Essen geht am Tag des Wettkampfs, probiere am besten nichts Neues aus. Ist das, was du wohlfühlst. Und dann kommt sicher gut. Für zu viel im Wettkampf tue ich immer ein bisschen Joggen, ein bisschen Gymnastik machen, ein paar Laufschuhübungen und dann ein paar Steigerungsläufe vor dem Rennen. Kurz vor dem Start, falls du ein bisschen nervös bist, dann ist das ganz normal, das braucht so ein bisschen. Und wenn der Startschuss kommt, einfach Vollgas rennen. Nicht mehr links und rechts schauen, einfach voll rennen bis zur Linie.